Das neueste Modell der i-Familie von Hyundai, der i10, feierte auf der Vienna Autoshow seine Österreich-Premiere. Ja, der neue Hyundai i10, mittlerweile in der dritten Generation verfügbar, kann als die neue Referenz im Kleinwagensegment bezeichnet werden. Er ist nicht nur qualitativ wieder einen deutlichen Sprung nach vorne gewachsen, sondern auch von der Größe her. Punkto Assistenzsysteme bietet er das umfassendste Paket und auch punkto Vernetzung und bei uns unter dem Titel Blue Link geführt, hat er hier das umfassendste Paket. Wie die Vorgängergeneration hat Hyundai den neuen i10 in Europa entworfen und entwickelt und er wird auch in Europa produziert. Die Proportionen wurden geschärft, das Dach um 2 cm abgesenkt und die Karosserie verbreitert, wodurch das Außendesign nun dynamischer wirkt. Der breite Kühlergrill, flankiert von den LED-Tagfahrlichtern, betont den sportlichen Charakter. Die Seitenansicht der neuen i10-Generation kennzeichnen muskulöse Proportionen. Das moderne Außendesign wird auch ins Innere übertragen, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Zu den wichtigsten Elementen gehören die Lufteinlässe, die bis in die Türrahmen reichen. Oberhalb des Handschuhfachs wurde ein zusätzliches offenes Ablagefach integriert. Der rund 3,70 Meter lange i10 wird als 4- oder 5-Sitzer angeboten, wobei das Platzangebot durch den gewachsenen Radstand verbessert wurde. Der Gepäckraum umfasst 252 Liter und gehört damit zu den größten des Segments. Trotz der guten Übersichtlichkeit bietet der i10 auch eine Rückfahrkamera. Der Antrieb erfolgt durch einen 1-Liter Dreizylinder oder einen 1,2-Liter Vierzylinder Benzinmotor mit 67 oder 84 PS. Beide Motoren können mit einem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe oder mit einer Automatik kombiniert werden. Erhältlich ist der neue Hyundai i10 ab 11.490 Euro inklusive 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung.